Hallo, liebe Freunde, hier ist Dreambird 1973 mit dem allerersten Let's Play. Ja, und bevor ich jetzt weiter viel erzähle, schauen wir uns erstmal dieses Intro an. Magical thoughts, all things are real unless you dream they're not. In your dreams, love is the plot, carried on wings of hope. Each of our souls intertwine when we do. Instantly we see it, the time to grow and be it. When everything is pinned on a hope. Then rise the dreams of your heart. Then innocent youth, careless and kind, free to roam the breeze in love. Only when two brilliantly shine as ja, ich tue jetzt etwas, was man als neubeginnender Let's Player wahrscheinlich gar nicht tun sollte, nämlich zuallererst ein Rollenspiel zu spielen, dazu noch ein altes und außerdem in Englisch, weil dieses Spiel leider nie nach Europa gekommen ist und daher auch nicht übersetzt wurde. Trotzdem werde ich es einfach versuchen und weil es auch eines meiner Lieblingsspiele ist, habe ich bereits zweimal gespielt. Es ist also nicht blind. Aber das letzte Mal, wo ich das zumindest diese Version hier gespielt habe, ist schon eine ganze Weile her. Es gibt von dem Spiel mehrere Versionen. Die neueste ist sogar auf der PSP. Und bevor ich jetzt hier viel weiter erzähle, fangen wir einfach mal an und ich werde dann so gut wie möglich versuchen, das Englische zu übersetzen, wobei ich sagen muss, dass ich zwar ein einigermaßen gut Englisch kann, allerdings nicht der super Englisch-Crack bin. Das heißt also, es kann vorkommen, dass ich einiges nicht übersetzen kann oder eben vielleicht sogar mich irre bei der Übersetzung, aber ich werde mein Bestes tun und hoffe, dass es euch trotz allem Spaß macht. So, bevor das Intro jetzt wieder erscheint, fangen wir einfach mal an. Neues Spiel. I don't remember when it started exactly, but the dream of having a fantastic adventure in far-off places grabbed my heart early and is yet to let go. You see, my hero is Dragon Master Dein. Outside my village, there's a monument made in his honor. His adventures were the most fantastic of all. Fighting evil, risking death, protecting the goddess Althena. It's all so exciting. One day, I want to have adventures like that. But excitement of that kind is a long way from Berg. Oh, hello, Nal. Alex, couldn't you hear me? I've been flying all over for the last half hour calling for you. But I should have known you'd be here. Oh, Nal.
Where else would I be? In honor of the great Dragon Master, Dain. I know that Dain was probably the greatest of the four heroes, Alex, but I'm amazed that you never get tired of coming to stare at his dull monument. Oh, shoot. I just remembered. We better go meet Luna to practice singing. If we're late, she'll be upset. Ja, ihr habt es bereits gemerkt, in diesem Spiel ist es leider so, dass die Zwischensequenzen nicht untertitelt sind. Das heißt, es wird noch etwas schwieriger mit der Übersetzung, aber ich versuche mein Bestes. Hier sehen wir Alex, der an dem Monument eines bekannten Drachenmeisters namens Dain gestanden hat und dort ja öfter hinkommt, weil er ihn sehr verehrt. Und er hat sich gerade darüber ausgelassen, dass er einmal auch so gerne auf große Abenteuer gehen wollte, wie sein großes Vorbild. Aber dass es wahrscheinlich nicht dazu kommt, weil er in einem sehr abgelegenen Dorf namens Burg wohnt, das weit ab von aller Aufregung ist. Und dann kam seine geflügelte Katze, die Norl heißt. Ja, die ist wohl schon so eine Art Freund von ihm. Und die hat ihn schon eine ganze Weile gesucht, so eine halbe Stunde lang. Und meinte, sie hätte sich ja denken können, dass er hier ist, weil er halt immer hierher kommt. Und dieses Monument, ja, von diesem Monument halt innehält. Ja. Und dann hat Noel noch gesagt, dass Luna, wahrscheinlich eine Freundin von Alex, ihn bereits sucht, weil die beiden zusammen singen wollten für ein Festival proben und ja, dass sie nicht länger warten lassen sollten, weil sie sonst wahrscheinlich recht sauer wird. Ja, und jetzt sagt er auch hier, Alex, wir sollten besser losgehen. Lunas Geduld mit uns will sich nicht ewig ausstrecken. Wir sollten besser nicht das Limit testen. So, dann wollen wir mal losgehen. Oh, was ist jetzt los? Wow! Noch ein Erdbeben. Das ist das dritte diese Woche. Was könnte sie verursachen? Und wer kommt da? Hey, Alex! I figured you might be here. Now that the warm weather has melted the ice near the Dragon's Cave, there isn't any time to waste getting started on our big adventure. If we hurry, we may be able to sneak in without waking the dragon. Then we can get a fantastically huge diamond from its lair worth thousands and thousands of silver, making us filthy, stinking rich and very popular in the process! Ja, das war Ramus, auch ein Freund von Alex. Und er meinte, dass jetzt das warme Wetter, das Eis vor der Höhle des reichen weißen Drachen geschmolzen hat. Und dass sie jetzt da hinein können und wahrscheinlich sogar stinkreich werden. Und dass sie ja auf dieses große Abenteuer gehen sollten und diese Drachenhöhle erkunden sollten. Dass sie vielleicht sogar unbemerkt hineinschleichen können. So. Der Drachendiamant, hm? Ach ja, genau, der Drachendiamant, der soll da drin sein. Du hast es richtig gehört, Noel. Komm schon, Alex. Du hast immer davon geträumt, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Lass dies unser erstes sein. Nun, während du dich entscheidest, gehe ich schon mal zu meinem Haus und hol ein paar Snacks für das Abenteuer. Bis dann. Oh, Alex, du weißt, wir müssen das tun. Es könnte das Abenteuer unseres Lebens sein. Sobald wir losgehen, hoffe ich, Ramus verwandelt sich nicht in ein Baby beim ersten Anblick von Monstern. Aber weißt du, Luna wird schon ein bisschen ärgerlich sein. Sie mag es nicht, wenn du dich selbst in Gefahr begibst. Wie wirst du es ihr sagen, Alex? Ja, das werden wir ja sehen, wie er es ihr beibringen wird. Jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um.
in dem schönen, beschaulichen Städtchen Burg. Sprechen wir mal diesen alten Kauz hier an. Dein hat sein schönstes Geschenk auf seiner letzten Reise zu der weit entfernten Frontier aufgegeben. Frontier weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, so eine Art Front. Wir haben ein Monument hier errichtet in Burg, das seine vielen tapferen und heroischen Taten ehrt. Ja, das ist das Monument, was Alex jeden Tag oder oft genug besucht, wo er ja gerade auch war. So, was ist das hier für ein Haus? Schauen wir mal. Alex, wenn du in Lunas Zimmer hineingehst, ohne zu fragen, dann wird sie ganz schön ärgerlich. Ach so, das ist hier Lunas Haus. So, trotzdem schauen wir mal weiter. Aha, das sind wahrscheinlich Lunas Eltern oder so. Mal gucken. Oh, hallo Sohn. Gehst du heute wieder zu Deins Monument? Dein war ein großartiger Mann. Ich kann es dir nicht anlasten, dass du ihn so verehrst. Ja, das ist anscheinend auch sein Vater. Gucken wir mal, was seine Mutter sagt, wenn es denn ist. Oh, Alex, du bist schon so schnell zurück. Luna ging zu dem Brunnen außerhalb der Stadt. Wollt ihr beide nicht euren Gesang für das Göttinnenfestival üben? Wir sollten uns besser beeilen, Alex. Du weißt, Luna singt immer falsch, wenn sie ärgerlich ist.